Im heutigen Roblox Adopt Me Video trade ich nur den neuen Pfau. Seid gespannt, was für coole Angebote wir bekommen. Und vergesst nicht, bei der Verlosung mitzumachen, denn ich verlose einen Peacock an einen von euch. Das Video, wo ihr den Pfau gewinnen könnt, ist natürlich jetzt im i verlinkt. Und vergesst nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, heute trade ich nur den neuen Pfau. Dafür müssen wir als erstes mal ganz kurz ein paar der neuen Pfaue kaufen. Es sind schon ganz, ganz viele Rollies da, denn ich habe es auf meinem Discord-Server gepostet, dass ich gleich den Pfau trade. So, wir haben ein paar gekauft. Wir 20 Bucks! Und wir machen natürlich die Trades an. Und der erste Trade-Request ist von Annie Croatia. Warum sitze ich eigentlich? Ach so, weil ich jetzt die Pfauen gekauft habe. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich saß gerade auf einem Pfau. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Ich packe einen Pfau rein und ich hätte mich wahnsinnig gerne auf einen gesetzt. Aber ganz schwierige Geschichte. Ich guck mal, was die Annie Croatia anbietet. Im Moment noch nichts. Nein, doch. Die nächste ist Lovelate23 und es ist immer positiv, wenn ich die Pfauen gleich erst kaufe, dann muss ich nicht immer 100 Jahre suchen, bis ich die bekomme. Die Pfaue kosten 550 Robux, was relativ teuer ist, denn der Cerberus kostet 500, der Robodog kostet 600, also ist es schon einiges. Es muss auf jeden Fall ein gutes Angebot sein, dass ich die Pfaue hergebe, denn 550 Robux sind circa... ja, 5,50 Euro hätte ich gesagt, ungefähr. Lovelate, das tut mir sehr, sehr leid, aber dein Angebot ist nicht so klasse. Jetzt kommt die Lara, ich mach dich fertig. Und die Lara bietet einen Guardian Lion. Da müsste sie noch was dazu bieten. Und eine Princess Carriage, habe ich die schon? Wartet mal ganz kurz. Oh nein, die habe ich noch nicht. Als ob. Oh mein Gott, das muss ich leider machen. Ich brauche eigentlich kein Guardian Lion, aber ich habe diese Princess Carriage noch nicht. Und die kosten nämlich mega viel. Wartet mal ganz kurz. Die drei Princess Carriages kosten nämlich, guck mal hier, drei Stück 1500 Robux. Somit kostet allein die Princess Carriage schon 500 Robux. Oh, sie bietet noch was. Sie bietet noch einen Sabertooth. Ja, der ist cool. Das machen wir. Ich glaube, sie edit gerade noch, aber wir machen das. Ich finde es ganz cool, denn wie gesagt, die Princess Carriage, die kostet 500 Robux und ich hätte sie gern. Ich möchte sie bitte. Unser erster Pfau hat einen neuen Besitzer. Nice. So, und wenn die Sekunden endlich unten sind, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Pfau, liebe Lara. Und ich möchte mich jetzt als allererstes mal ganz kurz auf meinen eigenen Pfau setzen. Denn ich möchte ihn auch gerne reiten. Ich kann ihn jetzt wieder nicht reiten, ne? Jetzt wartet. Nein, ich schaff's nicht. Ein Elefant! Fluffy Zoe bietet einen Elefanten. Wir bieten zwei Peacocks. Das ist vermutlich nicht genug für den Elefanten, aber wir probieren es trotzdem, Leute. Ich habe einen Neon-Elefanten, aber ich habe noch keinen normalen Elefanten und der ist sogar Flyride. Wobei, Leute, wobei, falls er No Potion wäre, also quasi gar keine Fly- oder Ride-Potion dabei gewesen wäre, wäre das ein besserer, also noch ein besserer Elefant, denn es ist mega, mega schwierig, die alten Pets in No Potion zu geben. Ich glaube nicht, dass Fluffy Zoe es machen möchte, kann ich auch definitiv verstehen, denn der Elefant ist mega, mega cool und ich würde mich auch nicht unbedingt von ihm trennen wollen. Wenn das überhaupt Deutsch war? Ich bin mir gerade nicht sicher, Leute. Ich bin mir gerade nicht sicher. Die nächste ist Lollig-1. Und ich muss mal ganz kurz überprüfen, ob ich noch filme. Denn mir ist es nämlich schon passiert, dass ich gefilmt habe und nicht gefilmt habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Lollig-1 bietet einen T-Rex, eine Cat und einen Otter. Ich überlege gerade, der T-Rex ist mega, mega cool. Wie viele T-Rexes habe ich denn eigentlich? T-Rex. Ich habe mega viele T-Rexes. Ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe mal rein. Add, please. Wir gucken mal. Vielleicht edit sie noch etwas. Irgendwas Kleines, Cooles, das keine Katze ist vielleicht. Denn ich habe mega viele T-Rexes und 550 Robux ist schon ein Wort. Was soll ich machen, Leute? Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare. Hättet ihr diesen Trade gemacht?
Ja oder nein? Ich bin mir relativ sicher, dass sie eine Zuschauerin ist, von daher machen wir den Trade. Wenn ich jetzt in einem normalen Server wäre, ohne dass meine Joins an sind, Leute, denn meine Follows sind an, dann würde ich den Trade, glaube ich, nicht machen, denn 550 Robux und ich habe irgendwie, wie viele T-Rexes hatte ich gerade? 10? Also relativ viele, von daher, so, ich bleib mal ganz kurz stehen, dass die Leute mich wieder antraden können und renne jetzt wieder weiter. Ich würde mich wahnsinnig gerne auf meinen kleinen süßen Peacock setzen, aber das ist irgendwie schwieriger als gedacht, weil ich es immer vergesse gefühlt. Und es verfolgen mich alle, lasst mich doch bitte. Okay, die Ivana K77 bietet einen Guardian Lion, einen Metal Ochsen, eine Oxbox und einen Shiba Inu. Grundsätzlich glaube ich, dass es der Trade nicht wert ist, denn jeder hat gefühlt 100 Metal Ochsen und ich habe Oxboxen. Der Guardian Lion ist mittlerweile nicht mehr so beliebt, aber ach Leute, kommt, lasst machen. Ich weiß immer nicht, ob ihr Robux habt oder nicht und euch das leisten könnt oder nicht. Aber wir machen es einfach. Wir machen es. Es ist in Ordnung. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht mit Zuschauern traden würde, glaube ich, würde ich den Trade auch nicht machen. Denn dann würde ich tatsächlich lieber meinen Peacock behalten. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wir müssen ganz kurz noch einen neuen Peacock kaufen. Lasst mal nochmal 2 so Peacocks kaufen. Wie viele Robux haben wir noch? Och mein Gott, Leute. Das ist immer so teuer, wenn irgendein neues Update kommt. Okay, Annie bietet eine King Bee. Einen Metal Ochsen, eine Biene, eine Ladybug, einen Yeti, einen Monkey, einen normalen Ochsen. Was hat sie denn jetzt rausgemacht? Ich hab's gerade vorgelesen, aber was hat sie denn jetzt rausgemacht? Irgendwas hat sie rausgemacht. Aber ich hätte gesagt, das ist ein gutes Offer. Das ist cool, das machen wir. Das machen wir. Das ist mega, mega cool. Ich habe erst eine einzige King Bee in meinem Leben gezogen und alles andere, hätte ich gesagt, ist Ads, aber ich mag gerne Capybaras. Die sind mega, mega süß. Ich glaube, ich habe auch einen in Neon. Und von daher hätte ich gesagt, ist es ein ganz cooles Offer. Das machen wir. So, wir kaufen jetzt, wartet mal ganz kurz, jetzt habe ich schon wieder einen Trade angenommen. Ich wollte mich jetzt auf meinen Peacock setzen. Oh mein Gott. Das ist ein Cerberus in Ride, aber er ist Newborn. Das ist definitiv ein okayes Offer, hätte ich gesagt. Der Cerberus kostet 500 Robux und die Ride Potion 150. Das Problem ist, sobald man einem Pet eine Ride Potion gibt, ist letztendlich der Wert von der Ride Potion nicht mehr vorhanden. Deswegen, ich habe genug Cerberuses. Wenn das jetzt ein Cerberus gewesen wäre, der komplett austrainiert wäre, auch Newborn, dann, glaube ich, hätte ich das gemacht. Aber ansonsten, glaube ich, möchte ich das eigentlich nicht machen. Ich habe genug Robodogs und gefühlt hat jeder andere geedit. Und die Ride Potion nützt mir halt gefühlt nichts. Es tut mir leid. Die nächste ist Angelona 20201 und sie bietet eine Ride Ladybug, die zumindest ein Junior ist, und eine Snow Owl, die auch ein Junior ist, in Ride. Außerdem ein Neon Dingo und einen Toucan. Das machen wir, Leute. Das ist ein cooles Angebot. Das ist ein richtig gutes Angebot. Angelona, dickes Bussi geht raus an dich. Ich hätte gesagt, du hast heute bis jetzt das beste Offer gehabt. Getan. Sprachenlernen Bubble. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich hätte gesagt, ich bin sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen under, denn die Snow Owl ist Ride gewesen, aber ja, der Peacock ist eben neu und dadurch mögen sehr, sehr viele Leute natürlich auch ein bisschen overpayen, vor allen Dingen, wenn die Leute keine Robux haben. Oh, Kira-Unterstrich-Unicorn bietet ein Einhorn. Okay. Okay, für das Einhorn hätte ich es definitiv gemacht. Auch ein Einhorn ohne irgendwas. Aber für einen normalen Ochsen bzw. einen Luna-Ochsen möchte ich das nicht machen. My Vibes bietet einen T-Rex, der Ride ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. Habe ich T-Rexes, die Ride sind? Ich habe einen Fly Ride. Ansonsten habe ich keinen Ride. Wobei ich mir halt überlege, ob ich einen Neon T-Rex mit No Potion machen möchte, denn das ist einfach am meisten wert. Später mal. Ich überlege, T-Rexes sind relativ schwer zu bekommen. 550 Robux grundsätzlich für einen T-Rex mit Ride Potion.
Ich überlege gerade, ob ich den gut weiter traden kann oder ihn behalten möchte. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würdet ihr das machen? Ich meine, die T-Rexes sind jetzt bald aus dem Spiel. Ich habe ja gerade eben einen ohne Ride Potion getradet mit Ads. Lasst uns machen, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Das Problem an dem Ganzen ist, ich brauche keine weiteren T-Rexes. Aber es ist halt trotzdem immer ganz cool, welche zu haben. Egal, Leute, wir machen's. Wir machen's. Ich glaube, wir müssen nochmal einen neuen kaufen. So, und kann ich mich jetzt vielleicht draufsetzen? Aber dann muss ich hier die Kleinen, das ist auch schwierig, die Geschichte. Leute, von heute bei mir läuft nicht so wirklich. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Wir suchen den Peacock und die Nemeria ist die nächste. Sie bietet eine Ladybug, eine Bee, einen Metal-Ochsen, einen Luna-Ochsen, drei Luna. Bitte hört auf, mit mir diese Ochsen zu traden. Ich habe mittlerweile wirklich einen Ochs-Collar. Real Talk, Leute. Ich kann die Ochsen wirklich nicht mehr sehen. Es ist so schwierig. Und es ist zwar ein Legendary dabei, aber das ist der Metal-Ochs, Leute. Wollt ihr nochmal ganz kurz sehen, wie viele Metal-Ochsen ich habe? Ich habe viele Metal-Ochsen. Deswegen tut mir leid. Das möchte ich nicht machen, weil ich... Leute, es tut mir so leid. Vielleicht eines Tages kann ich die wieder sehen, aber ich kann im Moment diese Ochsen einfach nicht mehr sehen. Wenn der Ochs mit anderen Pets kommt und der Ochs nicht das Hauptpet ist, kann man es gerne jederzeit machen, aber ansonsten möchte ich das definitiv nicht machen. Jojo Luca 3 bietet einen Shiba Inu und Ads. Das tut mir leid, das möchte ich auch nicht machen. Ich meine, Flyride Shiba ist richtig cool, aber ich persönlich finde die in Neon nicht so nice, deswegen möchte ich die auch nicht unbedingt in Mega Neon machen und der ist nur Ultra Rare. Von daher möchte ich das lieber nicht machen. Wir haben jetzt ein paar richtig, richtig coole Trades bekommen. Ich hoffe, ihr freut euch über euer Peacock-Pet. Ich überlege immer noch gerade, dass ich bei dem einen, wo der Neon-Dingo dabei war, einfach richtig under war. Das war so ein richtig krasser Win. Habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Oli, vielen Dank für dein Angebot, aber das ist nicht genug für 550 Robux. Denn, Leute, wie ich das immer sehe, ist, 550 Robux sind echt Geld. Das heißt, ich habe dafür echtes Geld bezahlt, ca. 5,50 Euro. Und wenn ihr das in Echtgeld umwandelt, 5,50 Euro, dafür kann man gefühlt schon fast eine Pizza bekommen. Und dann müsst ihr euch immer überlegen, ist es definitiv dieser Trade wert oder nicht. Am ersten Tag bekommt man natürlich die krassesten Trades, weil die Leute haben keine Robux oder viele Leute haben keine Robux und möchten das Pet wahnsinnig gerne haben. Sorry. Aber ja, so überlege ich mir das halt immer, ne? Später ist es so, da hat man es auch öfter mal getradet, das Pet. Oh! Eine Diamond Ladybug? Haben wir noch eine... Wartet mal ganz kurz, wir kaufen noch schnell eine Ride Potion. Ich hoffe, sie declined den Trade jetzt nicht. Aber wir holen jetzt noch eine Ride Potion, dann kann sie ihren Peacock rideable machen. Das wäre so ein krasser Trade. Aller Vater. Das wäre so ein krasser Trade. Will sie das wirklich machen? Ich meine, die Frage ist halt, wenn sie einmal 200 Robux ausgegeben hat und dann instant die Diamond Ladybug bekommen hat, ist es ein krasser Trade für sie. Ich habe 70 Euro ausgegeben und habe keine einzige Diamond Ladybug bekommen, Leute. Ich habe damals mein Jungle Egg habe ich hergegeben, um diese Ladybug zu bekommen. Mittlerweile würde ich das nicht mehr machen, weil das Jungle Egg mittlerweile dreimal so viel wert ist. Das Jungle Egg hat plötzlich innerhalb von 2 Wochen irgendwie den dreifachen Wert bekommen. So, Sophie 1305 ist die nächste und sie bietet einen Sloth, eine Ginger Cat, die leider Newborn ist. Leute, wenn ihr mir so Pets anbietet, die nicht viel Wert haben, dann age die doch einfach ab. Das ist das Leichteste, wie ihr coole Trades bekommt, wenn diese Pets, die Sophie, bietet mir jetzt eine Ginger Cat, einen Luna Ochsen, eine Snow Cat, einen Shiba, einen Sloth und einen Dog und einen Otter, die definitiv keinen Peacock wert sind. Wenn diese Pets jetzt alle full grown gewesen wären, hätte ich diesen Trade angenommen. Okay. Die nächste ist Juli mag Pferde und wir gucken mal, was die Juli anbietet. Die Juli bietet, die Juli bietet ganz viele von den Musk-Ochsen an. Und zwar 4 Stück, Preteen, Teen,
Preteen und Preteen. Seht ihr, das ist zum Beispiel das, was ich sage. Das ist richtig cool. Diese Ochsen brauchen nicht mehr lange, bis sie komplett austrainiert sind und man sie Neon machen kann. Aus dem Grund werde ich diesen Trade annehmen, denn guckt mal hier, wir haben Preteen. Okay, Preteen ist jetzt nicht so krass. Wir haben Teen, wir haben Preteen und wir haben Preteen. Das ist für ein Rare Pet aber relativ gut, denn ich kann den in relativ kurzer Zeit, kann ich die hochziehen und Neon machen. Wisst ihr, was ich meine? Es wäre jetzt noch krasser gewesen, wenn die jetzt irgendwie Post-Teen gewesen wären. Aber ich hätte gesagt, es ist ein cooler Trade. Deswegen nehmen wir auch den an von Julimark Pferde. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit deinem wunderschönen Peacock. Er ist so schön, oder? Oh mein Gott, da ist jemand mit einer Neon-Au. Oh mein Gott, das ist mega cool. Ich möchte auch gerne eine Neon-Owl machen. Aber ich habe leider eine meiner Owls getradet, als ich meine Giraffe bekommen habe. Ich habe jetzt doch noch einen Last-Minute-Trade anzubieten. Und zwar mit dem Jonas. Jonas hatte mir am Server geschrieben, dass er leider nicht mehr in den Server reingekommen ist. Da habe ich gesagt, komm Jonas, ich join dir nach. Und wir traden noch einen Peacock. Grüße gehen raus an dich, Jonas. Vielen, vielen Dank, dass du ein Teil unserer Community bist. Und Jonas bietet einen Koala, einen Honig, eine Ladybug, einen Neon-Ochsen, einen Glyptodon. Oha! Und sogar eine Teen Robin, einen Triceratops. Es ist genug, Jonas. Einen Ochsen. Ach kommt, Leute, wartet mal ganz kurz. Wir packen noch eine Ride Potion oben drauf. Nein, du bist nicht Anna. Warte bitte. Ich schenke dir noch eine Ride Potion. Let's go. Oh mein Gott, Jonas, das ist ein mega, mega cooles Angebot. Ich danke dir, dass du dieses krasse Offer rausgehauen hast. Ich freue mich mega, das ist richtig cool. Und ich bin gespannt, was in dem Honig drin ist. Und Jonas, ich wünsche dir mega, mega viel Spaß mit deinem Ride Peacock. Die Peacocks sind so unfassbar cool. Und ich habe ein paar richtig, richtig coole Offer bekommen, hätte ich gesagt. Ich hoffe, ihr freut euch alle über eure wunderschönen Pfauen. Und ich werde, wie gesagt, einen Neon machen. Sobald der fertig ist, kommt natürlich da auch das Video. Ich danke euch, dass ihr alle so viel da wart. Und es war mega, mega cool. Der Server ist jetzt richtig, richtig voll. Dickes Bussi geht raus an euch alle. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus! Yeah.